Willkommen zurück zu Teil 2. Mein Name ist Marius Ebert. Viel gelernt, trotzdem durchgefallen ist etwas, was ich lese relativ häufig in E-Mails, die mir Leute schicken. Leute, das möchte ich nochmal betonen, die mein System nicht kennen, sondern irgendwo anders sich haben vorbereiten lassen auf eine IHK-Prüfung, kaufmännische IHK-Prüfung und dann mir Texte schreiben, die sich darauf reduzieren lassen. Ich habe viel gelernt, bin trotzdem durchgefallen. Im ersten Teil haben wir gesehen, das Problem ist hier dieses trotzdem Lernen für Prüfungen wie diese ist keine lineare Beziehung des Zeiteinsatzes. Das heißt, es gilt nicht, je mehr Zeit Sie investieren, desto besser wird Ihre Prüfungsnote, sondern stattdessen gilt, statt viel Zeit einzusetzen, gilt effektiv und effizient. Und das wiederum bedeutet, das richtige Lernen und richtig lernen. Zusammengefasst, das richtige richtig lernen. So, warum kriege ich keine E-Mails von Leuten, die mir sagen, ich habe das Richtige richtig gelernt und bin trotzdem durchgefallen? Ehrlich gesagt, weil es solche E-Mails nicht gibt. Es gibt keine E-Mails, wo mir jemand schreibt, ich habe das Richtige richtig gelernt und bin trotzdem durchgefallen. Weil in dem Fall gilt, ich habe das Richtige richtig gelernt und habe eine gute Note erzielt. Und sollte das ausnahmsweise in einem von 1000 Fällen mal nicht funktioniert haben, obwohl jemand, und in dem Fall ist das obwohl richtig, richtig das Richtige gelernt hat, dann ist die Ursache sehr klar erkennbar. Dann ist das irgendeine persönliche Krise gewesen, die diesen Menschen kurz vor der Prüfung wahrscheinlich aus der Bahn geworfen hat. So, wenn man das Richtige richtig lernt, dann fällt man nicht durch, sondern holt man sich eine gute Note. So, die Frage ist also, wie lernt man das Richtige richtig? Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich im ersten Teil gesagt habe. Man braucht erstmal, wenn man in dieser Situation ist, dass man durchgefallen ist, braucht man erstmal eine Diagnose und dann braucht man die Therapie. Wenn Ihnen das mit der Diagnose nicht gefällt, das Wort, dann sagen Sie eine Analyse. Ja, eine Analyse und dann braucht man die Lösung. Oder eben Diagnose, Therapie. Wie kann man diese Diagnose machen? Ich habe es schon erklärt im ersten Teil. Verstehen, vertiefen, verwenden sind die drei Schritte meiner Methode. Anhand dieser drei Schritte kann man sehr schön analysieren, woran es gelegen hat. Das erste V ist das Verstehen. Was ist Verstehen? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Verstehen ist erstens die Struktur und zweitens die Grundgedanken, die jeweiligen Grundgedanken. Also zum Beispiel Struktur der Investitionsrechnung ist statische und dynamische Investitionsrechnung und dann muss man wissen, was ist der Grundgedanke der Kostenvergleichsrechnung, was ist der Grundgedanke des Kapitalwerts und dann kann man weiter aufbauen, wo sind jetzt die Unterschiede und so weiter. Ja, das geht aber nur, wenn man Struktur und Grundgedanken kann, dann kann man weiter aufbauen. Unterschiede ist schon etwas, was darauf aufbaut. So, das zweite ist das Vertiefen. Das ist die Frage, können Sie das 2 Wochen später auch immer noch abrufen? Am Vertiefen liegt es nicht. Ja, dass jemand ein so schlechtes Gedächtnis hat, dass er sich Strukturen und Grundgedanken nicht merken kann, das gibt es, ich will nicht sagen, das gibt es überhaupt nicht, aber es ist hier sehr, sehr selten auf jeden Fall. Also, das erste V steht sehr stark im Verdacht, das Verstehen und gegebenenfalls das dritte V. Das dritte V ist nämlich das Verwenden, das Aktivieren, der Transfer. Verwenden bedeutet, in Prüfung und Praxis Punkte zu holen. Ja, vor allem in der Prüfung erstmal die Punkte zu holen. Wenn, ich fasse auch hier nochmal ganz kurz zusammen aus dem ersten Teil, wenn es hier an dem Verwenden lag, an dem Transfer, dass man das eigentlich die Sache verstanden hat, aber in der Prüfung da stand und sagt, ich weiß nicht, was die von mir wollten, dann empfiehlt es sich, mit alten Prüfungsaufgaben zu arbeiten. Da ein bisschen mehr zu üben. Hier kann man in der Tat durch mehr Üben Fortschritte erzielen. Hier gilt mal ausnahmsweise die Formel, dass man, wenn man mehr von einer bestimmten Sache tut, dass man tatsächlich in linearer Beziehung etwa jedenfalls mehr Erfolg erzielt. Was ist aber, wenn es schon an dem ersten scheitert? Und ich will Ihnen ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, dass es in den allermeisten Fällen schon am ersten Schritt scheitert.
Der Lernstoff ist schon nicht verstanden. Und dann kann man durch Vertiefen und durch Verwenden relativ wenig retten. Ja, manchmal mag das gelingen, dass man sich irgendwie so durchfuscht, indem man irgendein Zeug sich in die Birne prügelt und dann eben in Form eines Analogiedenkens ein paar Punkte holt, die sich dann aufaddieren zu knapp 50 und man hat es irgendwie geschafft. Ja, das, ich will nicht sagen, dass das überhaupt nicht funktionieren kann, aber ein seriöser Weg ist das nicht. Ja, also in den allermeisten Fällen, ich würde mal behaupten, so aus dem Bauch jetzt, 80% der Fälle, ja, liegt es schon am ersten Schritt. Der Lernstoff ist schon nicht verstanden worden. Und 20% gebe ich mal diesem dritten Schritt. Ja, oder von mir aus 18% und dem Vertiefen 2%, ja, wenn Sie sagen, 0 kann ja jetzt auch nicht sein, von mir aus. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht drüber streiten, sondern lassen uns bei den Schwerpunkten bleiben. Also, ich habe viel gelernt, bin trotzdem durchgefallen. Dieses trotzdem gilt nicht. Du musst das Richtige richtig lernen. Und, oder Sie müssen das Richtige richtig lernen. Und das hat zu tun mit Struktur und Grundgedanken. So, das hier, Struktur und Grundgedanken, ist eine Frage der Aufbereitung des Lernstoffs. Das ist eine Frage Ihrer Skripte oder Ihrer sonstigen Materialien. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, ich bin seit 25 Jahren im Markt, das macht fast keiner. Oder noch härter gesagt, ich bin der Einzige, der vor 25 Jahren diesen Markt betreten hat, als jemand, der sehr interessiert war an Lernen und Lernprozessen und der zufällig eine kaufmännische Ausbildung hatte und ein abgeschlossenes Studium im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre und dann noch eine Promotion auch im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre, der aber jetzt nicht so fanatisch interessiert war an der Betriebswirtschaftslehre, sondern eher daran interessiert war, wie lernen wir überhaupt? Wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert unser Gedächtnis und so weiter und so weiter. Und der dann die Sachen, weil es sich dann anbot, schon während seines Studiums angewendet hat auf die Betriebswirtschaftslehre. Das bot sich einfach an, weil Kommilitonen gemerkt haben, der Marius Ebert kann gut erklären und haben sich die Sache von mir erklären lassen. Und ich habe vielen meiner Kommilitonen die Sachen erklärt. Und das ist durchaus nicht uneigennützig gewesen, sondern indem man lehrt, lernt man. Im Grunde lernt man am besten, indem man lehrt. Ja, also ich habe dadurch natürlich auch, vor allem durch Fragen, die dann kamen, ich denke, Mensch, das hast du selber noch nicht so richtig verstanden, habe ich dann die Sachen auch wirklich selber gelernt. Das war also ein Prozess, von dem ich auch sehr profitiert habe. So, und das ist sozusagen in Kurzfassung die Geschichte. Deswegen bin ich seit 25 Jahren in diesem Markt. Und zwar nicht für Studenten, das habe ich auch mal gemacht vor vielen Jahren, sondern für die Leute, die voll im Leben und im Beruf stehen, weil ich die Sachen sehr schnell vermitteln kann und hier meine Stärken besonders auf ein Bedürfnis treffen. Mehr als bei den Studenten, deutlich mehr als bei den Studenten. Viele Studenten haben es gar nicht so eilig. Aber wenn jemand Beruf hat, Familie und so weiter und will seinen Abschluss machen, will seinen Betriebswirt IHK machen, sein Wirtschaftsfachwirt, was immer, dann ist das genau das, was den Nutzen stiftet, dass der andere oder den der andere auch konkret braucht. So, also Aufbereitung des Lernstoffes mit Blick auf Struktur und Grundgedanken gibt es im Wesentlichen nur bei mir. Es gibt jemanden noch, der vor vielen Jahren mein Lizenznehmer war und dann meine Unterlagen gestohlen hat und seitdem behauptet, er habe das entwickelt. Jetzt entwickelt sich natürlich auch das Ganze weiter, die Rahmenstoffpläne kommen neue raus und so weiter. Man muss das überarbeiten, man muss das am Leben halten und so weiter. Und da dieser Typ im Grunde ein dilettantischer Fuscher ist, hat er also mittlerweile das Ganze mehr oder weniger verfuscht. Ja, also soweit ich den Einblick nehmen konnte, es kommt immer darauf an, wie weit er da meine Sachen verändert hat, deren Sinn er gar nicht verstanden hat.
Und das ist unterschiedlich. Bei manchen Lehrgängen hat er sehr stark da weitergepfuscht, bei anderen Lehrgängen hat er es mehr oder weniger so gelassen. Und je mehr er verändert hat, desto mehr hat er verfuscht. Aber sonst gibt es da niemanden. Ja, es gibt auch in dem Sinne keine Bücher, die das Ganze mit Blick auf Struktur und Grundgedanken als Schwerpunkt aufbereiten, sondern sie werden von allen Seiten zugemüllt. Das heißt, es gilt der alte Satz, den Sie oft von mir gehört haben, wenn Sie ein bisschen meine Videos kennen. Struktur vor Inhalt. Fragen Sie mal die EDV-Leute, die gehen genauso vor. Struktur vor Inhalt. Und die meisten vergessen das mit der Struktur oder haben so eine Pseudostruktur mit 111 und 112, was keinem Menschen hilft, die zentralen Elemente eines neuen Wissensgebietes aufzunehmen. Ja, absolut nicht hilfreich, sondern fangen an, die Leute mit Inhalt vollzustopfen, wie Stopfgänse. Ja, und kennen diesen zentralen Satz überhaupt nicht. Struktur vor Inhalt. Was können Sie jetzt tun, der Sie dieses Video angeklickt haben, der oder die Sie dieses Video angeklickt haben? Das da heißt, viel gelernt, trotzdem durchgefallen. Sie haben es vielleicht angeklickt, weil Sie genau in dieser Situation sind. Was können Sie tun? Sie können mal auf den Link unter dem Video klicken, der führt Sie in meinen Shop und da können Sie mal schauen, da finden Sie Video-Coachings von mir, wo Sie die Dinge von mir erklärt bekommen, mit Blick auf Struktur und Grundgedanken. Und zwar jedes Mal zu jedem dieser Abschlüsse, die ich gerade genannt habe, finden Sie da auch immer eine Rubrik, die heißt einzelne Fächer. Es gibt einmal komplett, es gibt Betriebswirt IHK komplett. Das ist das Beste, wenn Sie das von Anfang an machen. Dann haben Sie nämlich diese Probleme nicht, dass Sie nachher E-Mails schicken müssen. Ja, ich habe viel gelernt, bin trotzdem durchgefallen. Das passiert meinen Leuten in der Regel nicht. Oder Sie können auf die Rubrik gehen, einzelne Fächer, da können Sie auch, Sie sind ja in der Regel nicht in allen Fächern durchgefallen, sondern in zu vielen, ja, und dann können Sie gezielt sich Video-Coachings erwerben für gezielt diese Problemfächer für Sie. So, das ist die eine Möglichkeit. Ja, aber jetzt will er mir doch nur was verkaufen und so weiter. Nee, Sie müssen das ja alles nicht tun. Sie können sich das alles auch selber erarbeiten. Das geht. Es ist eine brutale Arbeit, aber ich habe diese brutale Arbeit gemacht für Sie. Was Sie also kaufen bei mir, ist im Grunde eine immense Arbeitserleichterung. Aber das heißt nicht, dass Sie das zwingend kaufen müssen, sondern Sie können sich das alles selber erarbeiten. Das ist alles kein Geheimnis. Ja? Wie die Struktur eines Gebietes ist, ist kein Geheimnis. Das ist tausendmal notiert, digital und auf Papier und in Büchern und wo auch immer. Das ist kein Geheimnis. Da gibt es ein paar Abweichungen natürlich, aber im Großen und Ganzen ist das alles offen zugängliche Information. Das müssen sich alles erarbeiten. Das müssen sich alles aufbereiten, das müssen sich alles in eine bestimmte Form bringen, wie zum Beispiel das Mindmapping, das ich immer wieder empfehle. Hier steht also der zentrale Begriff. Schreiben wir mal Z für zentralen Begriff und dann entwickeln Sie so eine Struktur hier, dass Sie hier immer weiter in Unterpunkte gehen. Das ist eine Mindmap. Nehmen Sie ein DIN A4-Blatt quer dafür am besten. So, das können Sie alles selber tun. Was ich biete in meinen Video-Coachings ist also eine immense Arbeitserleichterung und eine immense Zeitersparnis. Und vor diesem Hintergrund, klicken Sie einfach mal auf den Link unter dem Video und schauen mal, ob da nicht Geldeinsatz und Nutzen in einem für Sie vertretbaren Verhältnis stehen. Denn das andere hatten Sie ja schon jetzt. Sie haben ja schon bei einem anderen Anbieter eine Menge Geld gelassen, vermute ich mal. Viel, viel mehr Geld, als wenn sie von vornherein mit meinem System gearbeitet hätten, vermute ich mal. Und dann überlegen Sie, ob das vielleicht für Sie eine sinnvolle Investition sein könnte. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.